Hallo und herzlich willkommen beim Mountain Tour Guide. Herzlich willkommen in den Chiemgauer Alpen auf der deutschen Seite und herzlich willkommen bei unserer Tour zum Theissenberg, den wir gegangen sind, weil er einfach ist und wir da noch relativ am Anfang quasi im Training waren. Es gibt nicht sehr viel über den Weg des Theissenbergs zu sagen, denn der ist sehr leicht bis leicht. Ihr könnt es an dem Rundflug vielleicht schon erahnen, es ist ein sehr waldiger Weg. Im Sommer natürlich mega genial, weil schattig und der Gipfel selbst liegt aber frei. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Schwierigkeit nochmal ein. Tatsache ist, dieser Weg sehr leicht bis leicht. Er lässt sich, was bei uns der Rückweg war, nahezu vollständig über Forstwege laufen. Kann man ja auch als Aufstieg verwenden. Oder man nimmt einen direkteren Anstieg, wie wir es gemacht haben, über einen Waldpfad. Da sind halt mal ein paar Wurzeln. Ich meine, jeder kennt einen Waldpfad. Aber ansonsten ist da keine Schwierigkeit. Könnte matschig werden, wenn es nass ist. Das war's aber auch schon. Der Berg ist sehr beliebt. Das ist der nördlichste Tausender Bayerns, habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Liegt im Landkreis Berchtesgaden sowie dem Landkreis Traunstein und bietet im Sommer, wenn das Wetter passt, eine geniale Aussicht, obwohl er nur 1300 Meter hoch ist, sogar 1333. Nichtsdestotrotz, auch wenn er eigentlich niedrig ist, macht allein die Steußeralm, die direkt unterm Gipfel liegt, macht ihn schon zu einem attraktiven Ziel meiner Meinung nach. Sehr beliebt bei Mountainbikern und Wanderern, diese Alm ist bewirtschaftet und nur zu empfehlen. Tatsache lässt sich gar nicht mehr allzu viel zu dieser Tour sagen. Das Wichtigste habe ich euch schon gesagt. Einzige Tricky war, den Parkplatz zu finden. Das lag an der Beschreibung, die wir hatten. Bei uns an der Beschreibung werde ich mir Mühe geben, dass man den dann auch wirklich besser findet. Es gibt, was ich gesehen habe, laut einer Enzyklopädie-Seite mindestens 5 Aufstiegswege. Ich glaube, unserer, den wir genommen haben, ist da nicht erwähnt. Also würde ich sagen, mindestens 6 Aufstiegswege. Jeder von denen hat 1,5 bis 2 Stunden circa. Wer am schnellsten zur Alm und zum Gipfel will, der benutzt die Seiberstadt. Aufstiegsvariante, die kenne ich nicht, müsste man halt googeln. Unser Parkplatz, genau damit ich es nicht vergesse, wir sind durch Anger durchgefahren, Serpentinen hoch und haben dann, der Parkplatz heißt Anger Neuhaus auf ca. 890 Höhenmetern. Da haben wir dann geparkt, das ist ein Wanderparkplatz, der ist auch beschildert als Wanderparkplatz. Etwas ein bisschen schwer zu finden, wenn man sich da nicht auskennt, aber wenn man einmal das Schild rausgefunden hat oder gefunden hat, dann geht's eigentlich. Was ihr ins Navi eintippen sollt, habe ich euch in die Infokarte mit reingeschrieben. Ab da ist es dann auch beschildert zum Parkplatz. Einfach den Schildern folgen und kein Thema mehr. Der Gipfel selbst, wie ihr sehen könnt, heißt übrigens Schneid, das ist die höchste Erhebung. Da steht dann auch das Kreuz, da unten ist die Steußeralm. Wahnsinnsblick, Berchtesgadener Hochthron, also man sieht hauptsächlich die Berchtesgadener Alpen. Wenn es gut läuft, man kann am Kreuz vorbeigehen, sogar bis zum Bayerischen Wald, aber da brauchst du schon eine sehr gute Sicht. Und man kann sogar angeblich Salzburg sehen an schönen Tagen. Also an Ausblick habt ihr es da wunderbar getroffen. Familientauglich, Hund sowieso, man kann mit dem Mountainbike da hochfahren, ganz gemütlich. Ein klasse Berg für das, dass er so niedrig ist, also nur zu empfehlen, früh oder spät im Jahr noch kann man den immer mal besuchen. Viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Das war's dann von meiner Seite auch. Ich wünsche euch viel Spaß, macht es, tut es, genießt es, teilt uns mit, wie es war. Oder ob ihr vorhabt, den zu gehen, kennt ihr vielleicht noch andere in der Nähe, die interessant sind. Teilt uns das mit in die Kommentare unten. Abonnieren, wenn ihr mehr wissen wollt an Videos und Touren. Liken, teilen wäre auch nicht schlecht. Nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreicht auch den Gipfel gescheit. Wobei, ich glaube, da kommt jeder hoch, auch ohne uns. Aber ihr habt es schon mal gesehen. Von dem her, nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß. Genießt es. Ich halte jetzt meine Klappe. Ihr könnt das Video noch zu Ende gucken.
Bis zum nächsten Mal.